Happy 20. Dezember, liebe Yogis. Und willkommen zurück zu unserem Yoga-Adventskalender. Heute öffnen wir das 20. Türchen. Und ich habe hier für euch die letzte Sexy-Po-Übung. Und zwar für einen knackigen Hintern, ganz viel Kraft in den Beinen und Stärke. Danach kannst du entspannt in den Tag starten und weißt, dass du für die Feiertage etwas Gutes für deinen Körper getan hast. Also wenn du soweit bist, dann schnapp dir deine Matte, dein Wasser und los geht's. Wir beginnen heute im Sitzen auf der Matte. Komm ungefähr in die Mitte deiner Matte, stell deine Füße hüftweit auf, streck deine Arme neben deinen Körper aus und dann roll dich von hier aus langsam in die Rückenlage. Bring deine Hände neben deinen Körper auf die Matte, stell deine Füße hüftweit auf, so weit, dass du mit deinen Fingerspitzen gerade noch deine Fersen berühren kannst. Deine Knie und Füße bleiben hüftweit geöffnet. Dein Blick geht zur Decke. Werde ausatmend deine Hüfte in die Matte einmal richtig runterpressen und dann heb sie einatmend Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke an. Sehr schön. Zieh dein Kinn leicht weg von deiner Brust und dann streck einatmend dein linkes Bein lang nach oben. Senk ausatmend deine Hüfte kurz über den Boden ab und dann lass hier deine Hüfte hoch und runter pulsieren. Bis kurz vor dem Boden absenken und dann wieder ganz hochheben, so hoch du kannst, dass dein Atem einfach durch die Nase fließen. Nimm die Kraft aus deinem rechten Bein, mach die Bewegung bewusst, mach Pausen, wenn du sie brauchst. Und dann halt noch einen Moment deine Hüfte hier, halt sie ganz hoch, bleib hier. Dann senk ausatmend deinen linken Fuß wieder auf die Matte ab, deine Hüfte bleibt in der Luft und streck einatmend dein rechtes Bein nach oben aus, ganz, ganz lang. Und lass auch hier wieder deine Hüfte hoch und runter pulsieren. Dein rechtes Bein zeigt weiter zur Decke, dein Fuß ist gestreckt. Ausatmend die Hüfte bis kurz über die Matte senken, nicht ablegen, einatmend wieder nach oben heben. Lass deinen Atem fließen, nimm die Kraft aus deinem linken Bein. Und dann bleib auch wieder einen Moment hier, heb deine Hüfte ganz hoch, halt sie hier. Und dann senk ausatmend deinen rechten Fuß auf die Matte ab, die Hüfte noch einmal ganz, ganz hoch heben, die Hände unter deinem Rücken verschränken, noch einmal in die Brücke. Sehr schön, gleich geschafft. Die Hüfte nicht fallen lassen. Und dann lässt ausatmend langsam deine Hände und senk dich Wirbel für Wirbel auf die Matte ab. Wenn du magst, kannst du hier deine Beine an deinen Oberkörper ziehen. Nimm eine entspannte Haltung ein. Spür nach. Sehr gut gemacht. Und dann schaukel dich von hier aus nach oben zum Sitzen in einen Sitz deiner Wahl. Richte dich lang auf, bring deine Hände an deine Knie. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann bring deine Hände Namaste vor dein Herz. Senk dein Stirn zu deinen Fingern ab. Und bedank dich bei dir und bei Yoga für das Geschenk, das du dir gerade gemacht hast. Ich wünsche euch einen wunderschönen 20. Dezember. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.